Emotionaler Abschied in der Downing Street. Die britische Premierministerin Theresa May kündigt unter Tränen ihren Rückzug an. May will den Vorsitz der konservativen Partei am 7. Juni aufgeben. Damit verliert sie auch ihr Amt als Premierministerin. Ihr Nachfolger an der Parteispitze wird auch Regierungschef. Das Rennen um den Parteivorsitz dürfte einige Wochen dauern. In dieser Phase bleibt May kommissarisch im Amt. Bis 20. Juli soll ein Nachfolger feststehen. Das Feld der potenziellen Nachfolger ist groß. Beste Chancen werden Ex-Außenminister Boris Johnson eingeräumt, der erklärtermaßen Mays Nachfolger werden will. Ambitionen werden außerdem Ex-Brexit-Minister Raab, Außenminister Hunt und Umweltminister Gove nachgesagt. Eine neuerliche Abstimmung über Mays Brexit-Deal im britischen Parlament ist mit ihrem Rückzug vom Tisch. Dreimal war sie mit ihrem Vertrag bei den Abgeordneten gescheitert. Ob es jetzt zu neuen Verhandlungen kommt, hängt von ihrem Nachfolger ab. Der EU zufolge hat sich an der Lage bei den Brexit-Gesprächen nichts geändert. Es bleibe dabei, dass der Brexit am 31. Oktober stattfinden wird.